Ah, so. Das ist meine große Angst übrigens, dass mein... wie viel Level? Ich bin Level... genau Level 50 bin ich. Aber das geht definitiv. Das ist möglich. Ich meine, das ist prinzipiell, ich muss ja... sobald Ornstein tot ist, ist es quasi eine Brise. Dann brauche ich maximal noch einen Esther, um vielleicht nicht direkt zu sterben, aber ansonsten... das ist, aber dann kriegen wir den scheiß Sprung jetzt hin. Ich würde auch erst Smog machen und dann Ornstein mit Pyro wegschießen. Ja, das Problem aber an Ornstein mit Pyro wegschießen, wir können das ja mal versuchen. Ich kann ja mal versuchen, auf Smog zu gehen. Aber ich würde mir auch sehr ungern eigentlich andauern für diesen Idioten nachher. Das regt mich richtig auf. Das ist der komische Riesenwächter, der meint, er müsste es wichtig machen. YouTube-Folge burn? Ja, ja, habe ich gerade beendet. Achso, sieht man wahrscheinlich wegen Delay nicht. Nimm dies, elender Ornstein. Oh, wie nett. Wenn ich immer zurückspringen würde, wenn er am Zuschlagen ist. Oh, jetzt ist das ein Problem. Na gut, dass ich das Graswappenschild habe. Und das wird mir ja nur die Ausdauer ausgehen. Lohnt sich ja nicht, meine Seelen zu retten? Eigentlich nicht, oder? Ach. Hätte ich eigentlich kommen sehen. Ich hab. Nein! Richtig schlecht jetzt. Ja, das Lockern zu verlieren ist immer ein Riesenproblem für mich. Ja, er glitscht sich da einen ab. Das ist ja so behindert, Alter. Ich würde gerne den Estus trinken, aber ich brauche dafür einfach das richtige Setup. Zum Beispiel... ja, genau. Oh shit, ich bin so tot. Fuck, da wäre mir eine Gelegenheit gewesen, Estus einzuschmeißen. Oder nicht, wir nehmen diese hier. Wo wirft der Ornstein seine Speere hin? Ornstein, würdest du bitte mal auf den Meter rankommen? Danke, bitte. Hallo, ich roll ja nur. Bin ich wahrscheinlich relativ tot? Meine Chancen sind gar nicht gerade besser denn nie, oder? Oh. Danke für den Follow, Welre. Die Ornstein immer noch nicht tot ist! Ah! Stirb halt, Ornstein! Und ich vor allen Dingen das Ziel-Lock-On verliere. Jawohl. Teil 1. Did you only get the soul armor of the last one you kill? Yeah, I know. Da heißt ja GG, es ist noch nicht vorbei. Wir müssen nur noch Ornstein überleben, so ist er nicht. Wie ist das gar nicht so leicht? Ich schaff das noch und versau das noch. Wenn er mit der behinderten Attacke mal aufhören könnte. Nein, 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 nein! Ich war doch am Rollen. Ach, packst du, der eben nicht, siehst du ja. Behinderte Scheiß. Ach. Was ist eigentlich hier mit das ist, er hier, so, der macht hier gar nichts oder was? Dass ich ihn nicht mal beschwören kann, finde ich diese Frechheit. Oder seinem Zeichen so woanders.
Das Ding ist, der Bauchklatsch ist normalerweise überhaupt kein Problem. So, der Lehrer kennt die Abkürzung nicht. Wie, aber ich kann ihn ja nicht direkt rufen, oder? Also, ich habe keine Ahnung, wie man so der übrigens ruft. Ich dachte eigentlich, der hat ein schönes Rufzeichen direkt vor der Tür stehen, aber nein. So, wieder nochmal Ohrenstein kaputt machen. Ich kann ja mal Smoke als erstes umkommen. Was ist, ob ich Smoke als erstes tot kriege? Ich guck mal. Ich will gerade meine Waffe wechseln. Danke, bitte. Aua. Oh fuck. Wo ist denn... Ah, da ist Ohrenstein. Natürlich schön, dass ich das Target Lock mal wieder vergessen, verloren habe. Ich möchte übrigens sagen, dass es leichter ist, die Distanz zu Smaug zu halten und versuchen, Ohrenstein zu hauen. Weil es, sag mal so. Smaug ist deutlich berechenbarer. Ich glaube, dass Ornstein schwieriger zu besiegen ist. Aua. Aua. Will das jetzt den ganzen Tag machen oder was? Aua! Oh, ich glaube, ich bin tot, oder? Nein, bin ich nicht. Toll. Ich habe noch 3 Estus, das ist ein Problem. Aua! Ah, fuck, er macht ja noch einen Zweitschlag. Ach. Bin ich jetzt, denke ich mal, tot? Ja, immer noch nicht. Ah, jetzt war er. Seine glitsche ich einen ab, denn das ist natürlich.
Ganz ehrlich, das ist mit Pyro, Hallo. Also mit Pyro wären wir hier beide nicht glücklich. Ganz ehrlich, ich sehe nicht, wie man Ohrenstein mit Pyro kaputt machen soll. Wie lange soll das dauern? Das ist so... Scheiße. Was? Was hat mich jetzt getroffen? Ich war doch am Rollern. Na gut. Ich mach das wieder so wie vorher. Ich glaube, ich haue lieber erstmal Dings um. Weil ich glaube nämlich tatsächlich, dass das... Also Ohrenstein ist einfach schwieriger. Als in groß. Oh shit, das war zu weit, oder? Nee, natürlich war es zu weit. Kann ich direkt wieder zurück zum Leuchtfeuer latschen? Mein Leben abholen. Ist die Flamme gelevelt? Ja, ich glaube 5 oder 6. Ich bin aber auch nicht im Eid, ne? Der kleine Feuerball war jetzt nicht, weil ich... Die Feuerkugel ist halt scheiße und ich kann nichts anderes, weil ich... das ist der Grund, warum ich nochmal zu Quelag runter muss. Oder, naja, eigentlich bin ich nicht direkt zu Quelag, aber ich möchte nach ihm an. Zum Leuchtfeuer halt. Bei Quelag. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich aber letztes Mal was vergessen habe. Hast du die Flamme aufgelöst? Ja, ja. Hab ich. Ich könnte ja auch mal versuchsweise so leer holen, ne? Ja, natürlich trifft mich das! Verroll ich überhaupt? Oh, wo ist ein Dixon? Ach, da ist Dixon. Was? Nein. Geil, er hätte mich nicht getroffen, wenn ich nichts gemacht hätte. Ja! Na gut. Kann sich nur um Stunden handeln. Naja, wir wussten ja, dass das Dings und Dings hier Pat und Patter nicht ganz leicht werden. Ja, ich hatte es ja nicht schon fast geschafft. Ohrenstein war schon hinüber. Es ist echt nicht schwierig, Smaug umzuhauen. Aber nein. Ich könnte ja noch mal mit Dings versuchen, aber das Problem ist halt, wenn ich. Wenn ich Kollege Schnuschow hier rufen möchte, ist er leer, dann muss ich die beiden Wächter da, zumindest einen der beiden Wächter da unten in der Halle erschlagen. Und ich weiß, was die Typen können. Da habe ich keinen Bock drauf. Das dauert ewig. Die zu erschlagen, die Typen hier. Was das an Zeit kostet. Ich könnte meine Waffe schon mal zweihändig nehmen, das habe ich beim letzten Mal nämlich nicht gemacht. Oho, meisterhaft und allen Scheiß weggedodged. Komm jetzt her hier, Kollege. Find's ja übrigens super, wie die verdammten Riesen. Ich stagger dich, Ohrenstein. Easy. Null Seelen wiederhergestellt. Nee, da müsste glaube ich sogar 1000 Seelen drin sein in der Leiche. Weil ich den Silberritter vorher umgehauen habe auf dem Weg zur Treppe. War Burn schon in den Katakomben? Nein, nein. Schlecht. Ohrenstein, jetzt komm hier ran. Doch keine 1000 Seelen? Komm jetzt, mach jetzt hier. Danke, bitte. Ich habe keine Ahnung, wo Kollege Schnuschow ist. Da, anscheinend.
Aua, das ist schlecht. Ich würde mich gerne mal voll heilen, bevor ich in den Kampf mit dir gehe. Eigentlich wäre also rein bei der Logik her. Wer smoked, ist deutlich bessere Opfer für Pyro. Hab ich an seinen Hammer abgeprallt? Das ist eine Scheißattacke, weißt du das, Smoke? Wenn er nicht wieder sein Carport oder Platscher macht, ist eigentlich alles gut. Ah, Carport oder Platscher? Was? Das hat mich getroffen? Frechheit. Oh, dieses behinderte Lock-On-System hier. Kann es nicht einfach. Gerade im Bosskämpfen könnte es drüben mal draufbleiben. Probier ich jetzt. Das war jetzt nicht unbedingt der schwere Angriff, den ich mir erhofft habe. Bin ich denn jetzt überhaupt? Hier. Was soll denn das Ornstein wirklich. Smoke. Oh, fuck. Ja, die Scheiße nicht immer machen will, ne? Ich würde mich so viel besser fühlen. Genau, das war doch mal eine vernünftige Attacke, Smaug. Och, ich dachte schon, der Smaug setzt gleich nochmal Carpador ein. Andersrum, ihr wisst schon. So, geht doch. Das ist nicht so schwer. Mann. Drecksvieh. So. 50.000 Seelen? Na, immerhin etwas. Ich bin ein Silberneid. Ich gucke silbern. Wir haben ein Leuchtfeuer gefunden. Yay! Dann will ich damit gleich, oder kann ich mit 50.000 See noch was machen? Eigentlich nicht. Ich könnte aber. Jetzt möchte ich Zauberei leveln. Und Wit, glaube ich. Was? Nein. Und Wit. Aber gerade einfällig, ich bräuchte ein paar. Verdammt! Warum habe ich jetzt gerade meine ganzen Seelen rausgegeben? Das war ein bisschen debig. Naja, was soll's. Hätte auch ein paar dicke Möpse, oder? Du hast journeyed far and overcome much chosen undead. Come hither, child. Achso. Oh, chosen undead, I am Guinevere, daughter of Lord Gwyn and Queen of Sunlight. Since the day Father is wounded obscureth, I have awaited thee. I bequeath the Lord Vessel to thee. Na, besten Dank aber auch. Mit dem Herrfreude Fist kannst du dich teleportieren. Succeed Lord Gwyn and inheriteth the fire of our world. Thou shalt end this eternal twilight and avert further undead sacrifices. Oh, chosen undead, thou hast. Na gut, das hatten wir schon. Ich kann bei ihr einfach. Since the day Father won with. Na gut, schon dann noch. Now thou shalt go forth, chosen undead. So. So. Na gut. Dann alles weiter in der nächsten Folge, wenn es da wieder ist. Dark Souls und so. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.